Stimmung, Stimmung, Stimmung und herzlich willkommen im Maschinenraum, ihr hübschen Menschen, zum Metal Karaoke von zum Metal Karaoke Talk natürlich von Radio Bob und dem großartigen Empiricon Festival mit mir, mit Maschine und meinen außerordentlich gut aussehenden Gästen Eskimo Callboy. Moin, moin, ihr Hübschen. Ja, moin Maschine, schön. Wir begrüßen Kevin und Nico. Das ist herrlich, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Und wir sprechen heute so ein ganz kleines bisschen über die Band, über die Veränderungen, über die Tour, die 2021 ansteht im Januar. Und ganz am Ende singen wir quasi als Bewerbung für das Empiricon Festival ein Karaoke-Stück, was sich die Band ausgesucht hat. Nico wird dann der Performer sein. Und ich habe gehört, dass Kevin irgendwie im Hintergrund tanzen möchte. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Wir schalten jetzt auf jeden Fall mal direkt rein. Moin Jungs, schön, dass ihr da seid. Ja, moin, immer schön da zu sein. Hi. Ihr wart ja in meiner Late-Night-Show schon zu Gast, jetzt immer, als wir die Autokino-Show gemacht haben. Das fand ich schon geil. Aber da habe ich den Nico noch nicht kennenlernen dürfen. Der ist ja quasi der Neue in der Band. Und deswegen finde ich es schön, dass du da bist, Nico. Hast du dich schon eingelebt? Ja, voll und ganz. Also bin ja jetzt auch schon seit März in den Räumlichkeiten hier unterwegs. Ne? Ja, sorry nochmal, dass ich an dem Tag nicht dabei war. Wir haben die Wahrheit ausgepackt. Ja. Er war ja bei der Fahrschule, musste einen Führerschein nachholen. Ja, ich hat bin geklappt. Einer der wenigen lappenlosen Menschen auf der Welt. Ja. Hat geklappt mit dem Führerschein, oder? Nee, ich bin noch dran. Also, ach, du bist da dabei. Die werte Frau Corona hat mir da so einen kleinen Stich durch die Rechnung gemacht. Ganz so jung siehst du gar nicht aus, eigentlich, muss ich sagen. Ich bin noch gerade 18 geworden. Ja, der muss einiges nachholen. Castrop-Rauxel ist halt nicht um die Ecke von seinem Heimatort und deswegen ist es mit Bahn und Bus und Bahn nicht mehr so gut zu erreichen. Deswegen ist ein Führerschein vonnöten. Aber ja, also auch unabhängig von Eskimo Cowboy hätte ich wahrscheinlich meinen Lappen jetzt in der nächsten Zeit mal gemacht. Ne? Alles klar. Vielleicht ist es ja auch deswegen, dass die möchten, dass du alleine fährst zu den ganzen Terminen dann im Januar. Ey, Maschine. Mag sein, aber. Maschine. Der weiß noch nicht, weil nach dem normalen Kfz-Führerschein, da kommt auch direkt der Busführerschein, weil wir haben keinen Busfahrer momentan. Scheiße. Ja? Und deswegen, einer muss den Nightliner fahren und Nico, ich glaube, du kriegst das ganz gut hin. Siehst du wahrscheinlich immer nur so den Schirm von der Kappe mal den Lenker gucken. dazu müsste ich jetzt frecherweise natürlich sagen, du siehst immer sowieso aus, als ob du sitzt. Also. ja, ich stehe tatsächlich gerade auf einem Tritt. Ich muss einmal ganz kurz fragen. Ich bin ja jemand, der viel mit Greenscreen und sowas arbeitet. Ihr habt da eine fantastische Deko. Ich war eben kurz der Meinung eigentlich, dass das eine Greenscreen-Deko ist, aber die ist echt. Nee, die ist tatsächlich echt, ja. Eure Show-Deko. Vielleicht erkennt es manche, das ist unser Hyper-Hyper-Schild aus dem Video. Selbst geklöppelt hier, da macht man alles noch selber bei Eskimo Cowboy. Und wir haben gedacht, so viele Requisiten aus unseren Videos, die vergammeln irgendwo in der Garage und das Ding war zu schön, dann haben wir jetzt einfach bei uns im Studio aufgehangen und macht sich ganz gut. Ja, voll. Also tatsächlich mega geil. Ist das hier echt so eine kleine Chill-Out-Area geworden irgendwie hier. Ja. Hammer cool. Weil ihr gerade beim Video wart, wir haben natürlich euer Hyper-Hyper-Video vorbereitet. Wir schauen uns das nicht ganz an, können die Leute dann ja natürlich auf YouTube oder sonst wo machen. Und wir wollen aber einen Ausschnitt natürlich zeigen, weil ihr einfach unfassbar geil ausseht. Und deswegen spielen wir das mal ab ganz kurz und schauen mal rein. Machen wir. Fette Scheiße, wie ich finde. Also das haut richtig auf die Kacke. Also es macht richtig, richtig Bock reinzuschauen. Vor allen Dingen die Outfits, das ist natürlich meine erste Frage, die ich jetzt stellen möchte. Und deswegen gehen wir auch wieder zurück in den Chat. Und da sind sie wieder, die Jungs. Wer ist auf die Outfits gekommen? Wie seid ihr darauf gekommen, den Stil in die Richtung zu drehen? Oh, ist eine gute Frage. Wir hatten so ein bisschen diesen Synthwave-Charakter, diesen 80er, 90er Jahresstil so uns vorgenommen. Aber man muss ehrlich gestehen, das fiel bei uns so ein bisschen, keine Ahnung, intuitiv passiert, ne? Die Jungs hatten sich ein Videokonzept ausgedacht, wie es ausschauen sollte. Wir konnten ja durch Corona auch jetzt nicht irgendwie die Menschenmassen zusammentreiben und da mussten wir ins Studio gehen und das haben wir dann auch getan und dann
kam dann so peu à peu. Der Chill stand als allererstes. Und, ja, genau, und die Outfits, das war so ein munteres Zusammensuchen von den Online-Klamottenläden, die es so gibt. Ich kriege es, glaube ich, noch einigermaßen rekonstruiert. Wir haben tatsächlich erst irgendwie nach Outfits geguckt, die so ein bisschen im ich sag jetzt mal, Aerobic-Style, 80er-Aerobic-Style sind. So. Und dann war das Ganze irgendwie schon... Nur die Bilder der Outfits waren schon so abgefahren, dass wir gesagt haben, okay, das müssen wir echt komplett over the top, das muss so drüber sein. Und dann haben wir einen ganz, ganz netten Typen, der für uns halt irgendwie wirklich immer ganz viel Make-up-Kram und so macht und Outfits und bla. Grüße Kami. Aus, genau, Kami. Der dann wirklich irgendwie aus echter Perücken diese Fukuhilas geschnibbelt hat. und die waren wirklich wie maßgeschneidert für uns alle. Ja, und dann kam eins zum anderen. So. Aber also wirklich, wirklich fantastisch, sieht fantastisch aus. Unglaublich. Also ich weiß noch ganz genau, als Nico, der war der Erste, glaube ich, mit, ne? Als du in der Maske saß und er kam um eine Ecke, das war einfach der Wahnsinn. Das war wie, es sah nicht aus wie eine Perücke, das sah so intuitiv aus, das sah so vernünftig aus. Also wir im Ruhrpott, wir rennen ja ganz gerne auch mal so in unserer Freizeit rum, tatsächlich. Sieht man und, öfter, stimmt. Besonders an den Bütchen. Ja, genau. Da musste man sich nicht mal großartig verkleiden. Keine Ahnung, also Tatsache ist auf jeden Fall, dass die Vibes am Set einfach unfassbar geil waren, weil die wirklich in einer Tour gegeiert haben. So, ja, das glaube ich, das glaube ich. Man hat zu Ende gebracht, irgendwie ohne Tränen zu lachen. War einfach eine richtig schöne Arbeit. So. Und ihr trinkt auch standesgemäß schön aus der Flasche Bier. Was trinkt ihr da? Ein gutes Warsteiner Brewers Gold. Brewers Gold. Jetzt, wo das Video so gut gelaufen ist, da kann man sich auch mal so eine Special Edition leisten. Wir haben jetzt einen Kasten von gekriegt und von daher, das schmeckt auch gut. Wir haben einen grandiosen Kühlschrank, der temperiert das wohl. Ne? Und ich muss sagen, mir ist das ein bisschen zu malzig. Ja. Sehr geil. Wir wollen ganz kurz zu eurer Tour kommen. Die ist ja zum Glück 2021. Das heißt, sie wird wahrscheinlich hoffentlich stattfinden können. Wollen wir zumindest alle hoffen. Im Januar geht's los. Wir haben mal die Tourdaten eingeblendet, da oben stehen sie. Das ist ja schon eine ganze Menge. Ich sehe auch, dass ihr auch in Kiel seid. Ich bin ja in Kiel. Ich hätte gerne Backstage-Pässe auf jeden Fall schon mal. Das wäre auf jeden Fall schon mal. Selbstverständlich. Also für mich und meine 30 Freunde. Ja, ihr kennt den Backstage. Wo spielt ihr? Ja, wenn auch ein Kasten Brewers Gold dabei ist. Das bringe ich dann mit. Geil. Nee, aber es ist eine ganz ordentliche Tour und alles im Januar. Habt ihr euch ein bisschen was vorgenommen? Freude ist groß, ja, oder? Aber man freut sich auch einfach drauf. Ne? Also das ist klar, die Arbeit, wir nutzen jetzt die Zeit im Studio, ne, zu Hause, aber wir scharen alle mit den Hufen so. Ne? Ich glaube, das geht allen Bands und allen Fans da draußen so. Jetzt langsam reicht's so. Ne? Du kannst noch so viele Talks über Zoom halten, aber du brauchst mal wieder was zum Anfassen. Du brauchst Menschen um dich herum. Du willst mal von Face to Face quatschen. So, du weißt ja genau, was ich meine. Und deswegen können wir es kaum erwarten. Echt. Ja, also ich hab's auch echt hier. Wenn ihr Moderator braucht für die Tour, sagt Bescheid. Mach ich umsonst. Einfach nur, Hauptsache mal wieder raus. Genau, ey. Da sagst du was Wahres, ey. Das fühlt, glaube ich, jeder irgendwie. Aber du bist auf jeden Fall gesetzt fürs Abschlussfoto schon mal. Ne? Das müssen wir nochmal erneuern. Das stimmt. Wir haben ja ein sehr, sehr schönes. Ich habe ich jetzt leider nicht vorbereitet. Schade eigentlich. Wir hatten ja ein sehr, sehr schönes vom Full Metal Mountain, glaube ich, ne? Ja, genau. Wo wir uns kennengelernt haben. Ist geil. Auf was freut ihr euch am meisten? Auf die Gigs in Deutschland oder auch auf die Gigs, die ein bisschen weiter rausgehen nach Polen und so? Oder ist das eher so? Auf jeden Gig. Also völlig egal. Hauptsache einfach wieder dieses Tour-Feeling haben, mal wieder wirklich irgendwie, oder was heißt endlich mal wieder, wir endlich mal zusammen auf der Bühne. Das ist ja einfach bis jetzt noch nicht der Fall gewesen. Richtig. Tour-Feeling fehlt, Konzerte fehlen. Mir ist es ehrlich gesagt scheißegal. Ich vergleiche das so ein bisschen, wenn du im Jahr so viele Shows gespielt hast, dann hast du hinterher, dann diese Besonderheit ist dir nicht mehr so bewusst gewesen. Aber jetzt ist das gerade so, wir sind so ausgehungert, da ist mir kackegal, ob ich eine Pizza oder Bolognese oder, du weißt, was ich meine, das ist einfach Hauptsache jetzt was Geiles essen. So. Ja. Und das ist mir kackegal, wo und wie ich spiele, ob in einem kleinen Club oder in einer großen Halle, dieses Gefühl wieder zu haben, vor den Menschen zu stehen, die Emotionen zu bekommen. Und auch den Menschen das Gefühl mal wieder zu geben. So, das kommt ja auch noch dazu. Ne? Ja, das werden wir aufsaugen, Alter. Aufsaugen. Alle werden das aufsaugen. Die Bands werden es aufsaugen. Ich werde es aufsaugen. Das Publikum wird es aufsaugen, Alter. Das ist schon geil. Absolut, ey. Das ist echt cool. Wir haben schon eine ganze Menge gequatscht. Wir sind ja nicht in einer Late-Night-Show, wo wir stundenlang Zeit haben. Deswegen kommen wir mal zum mit einem der Main-Punkte, ja? In diesem wunderbaren Talk, Metal Talk von Radio Bob und vom Empirican Festival. Deswegen muss ich immer einmal auf die Totale sprechen, mein Lieber.
Wir haben nämlich uns gedacht, dass die Bands, die hier mit mir sprechen, einen Karaoke-Song performen, weil auf dem Impericon Festival ja auch eine tolle Karaoke-Bühne steht, jedes Mal mit einer Live-Band, mit der man dann zusammen performen kann. Ich moderiere das da immer. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass Eskimo Callboy in Form von Nico, der muss nämlich ran, wahrscheinlich weil er der Neue ist, ich weiß nicht so genau, aber wahrscheinlich kann er auch am besten singen in der Band. Und deswegen singt er und er hat sich einen ganz, ganz tollen Karaoke-Song ausgesucht. Wir sind sehr gespannt, was es, na, ich kann es euch eigentlich auch sagen. Von Linkin Park kommt jetzt nämlich Numb in der Version von Nico von Eskimo Callboy. Hau einfach auf die Kacke, mein Lieber. Ja, hör mal, ich versuche es. Ich habe den Song lange nicht gesungen, nur. Ja, wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Check, check. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes, every step that I take is another mistake to you. Karton! Wie geil war das denn? Das war großartig. Einen riesengroßen Applaus für Nico von Eskimo Callboy. Yeah! Mann. Schön ist das. Ich war schwerstens beeindruckt. Ich habe es vorhin selber einmal gesungen und habe mich dabei aufgenommen. Ich hätte den Einstellungstest bei Eskimo Callboy auf jeden Fall nicht bestanden. Ich hab den einfach in Erinnerung. Vielleicht kann man den auch zwischenschneiden. Vielleicht kann man da so ein Duett draus machen aus dir und Nico. Finde ich auch schön. Ich glaube, das wird nichts. Wir könnten ja vielleicht auch so eine Art Operette daraus machen. Ah, eine Operette. Naja, dann machen wir den mal lieber einen von euren Songs. Und machen da eine Operette draus. Glaube ich, das macht mir sehr viel mehr Spaß. Können wir einen Key machen, Maschine. Ja, sehr gerne. Ja, komme ich mit drauf. Dann suchen wir uns vorher was aus und dann lerne ich einen von euren Songs mit. Da komme ich mit drauf. Habe ich Bock. Boah, dann machen wir. Ja, vor allen Dingen auch für mich ja auch eine schöne Erinnerung. Herrlich. Ja, guck mal, Nico, ich rauche schon mal eine. Ja, ich sehe das gerade. Ich bin schon flatterig nur. Aber ihr seid quasi auch schon entlassen, weil das
war schon unser kurzes Format für Radio Bob und fürs Impericon Festival mit der großartigen Band. Seid gespannt, was da noch kommt. Das waren auf jeden Fall die großartigen Eskimo Callboy. Danke, schön, dass ihr da wart, Kevin und Nico. Grüß mir die anderen ganz lieb und ihr habt natürlich die Chance auf das letzte Wort. Wir sind ja sonst immer so wortkarg, ne? Aber jetzt lassen wir uns mal was einfallen. Vielen Dank, dass ihr zuschaut. Wir freuen uns natürlich auf die Shows. Kommt uns besuchen. Checkt auch, wir bringen jetzt unsere neue Single raus. Hate Love kommt am 24.07. Genau. Ganz genau. Und wir haben auch noch eine dritte Single, die kommt danach. Deswegen vielen Dank für den Support in dieser komischen Zeit. Und Maschine, Dankeschön, dass du uns heute hattest, auf jeden Fall. Ja, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank. War ein sehr schöner Einstand, war nett, dich kennenzulernen. Und alle Leute da draußen, irgendwie hört weiter Radio Bob. Toller Sender. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Geile Sache. Danke, Eskimo Callboy. Stay tuned, würde ich einfach mal sagen. Habe ich irgendwas vergessen? Danke an Christo, der da sitzt und die ganze Technik macht. Bis bald. Rock'n'Roll.